zu Haiger unterwegs, heute wieder aus Dilbrecht. Ich bin Pfarrer Hartmut Eglinski. Manchmal, da muss man sich auf den Weg machen, um Menschen kennenzulernen. So ging es mir, wenn ich zurückblicke, an einem Beispiel in meiner Studienzeit in Wuppertal. Dort habe ich in der Gemeinde einen Gymnasiallehrer kennengelernt, den leider schon verstorbenen Gerhard Remmert. Er hatte eine besondere Spezialität. Er war sehr gewissenhaft im Umgang mit Sprache, Logik und Denken. Und so hat er angeboten, dass er meine Seminararbeiten gegenlesen und korrigieren würde. Das hat er auch getan. Ich habe sie ihm gegeben. Aber das Besondere bei ihm war, er hat sie mir nicht einfach korrigiert mit Anmerkungen zurückgegeben, so wie man das von einem Lehrer sonst erwarten würde, sondern er hat mich immer dann zum Kaffeetrinken eingeladen und hat mit mir dann gemeinsam das besprochen, was er angemerkt hat, um bei mir ein tieferes Verständnis dazu zu wecken, was er ausdrücken wollte und um meine eigene Denkbewegung zu vertiefen. Und das hat bedeutet, auf die Art und Weise haben wir uns immer besser kennengelernt. Dadurch, dass ich zu ihm nach Hause gegangen bin, dadurch, dass wir gemeinsam Kaffee getrunken haben, Kuchen gegessen haben, dadurch, dass wir gemeinsame Gespräche hatten. Und die Gespräche sind natürlich nicht immer nur bei dem Thema geblieben. Sie sind auch immer abgewichen auf andere spannende Dinge, die, wie ich meine, Gott in seinem Leben gewirkt hat. Eine Sache ist mir damals in ganz besonderer Erinnerung geblieben. Gerd war ein begeisterter Dortmund-Fan und regelmäßig im Stadion. So hat er auch mal immer mal wieder Schüler mit ins Stadion genommen. Und er konnte sich noch richtig gut daran erinnern, wie er dann einen türkischen Jungen oder noch zwei, drei andere Schüler mit ihm zusammen mit ins Stadion genommen hat. Jahre später läuft ihm dieser ehemalige Schüler über den Weg. Und er sagt ihm: Wissen Sie was, Herr Remmert, das war für mich der Zeitpunkt, als ich in Deutschland angekommen bin, als Sie mich in das Stadion nach Dortmund mitgenommen haben. Ja, wir Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit, uns zugehörig zu fühlen, dort, wo wir leben, in dem, was wir tun. Diese tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit und dem dazugehörigen Frieden, den hat Jesus Christus für uns gestillt und in diese Welt schon hineingelegt. Der Wochenspruch für diese Woche, der steht im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So wie dieser junge Türke, der auf einmal sich hier nicht mehr als Fremder gefühlt hat. So wie ich beim Gerd Remmert, als ich bei ihm zu Hause war. Und das alles, weil Gott selbst in Christus in die Welt gekommen ist, er den Frieden Gottes nicht nur verkündet, sondern auch gestiftet hat. Mit uns den Frieden, den sonst niemand stiften könnte. Den Frieden, der von Gott selbst kommt und zu dem ich nichts dazu tun kann, den ich nur in mein Leben hineinlassen kann. Nein, noch nicht mal. Ich kann mich dagegen sperren vielleicht, aber er ist schon um mich herum und wartet darauf, in mir einen Ankerpunkt zu finden. Aber ich selbst kann gar nichts dazu tun. Das ist Gnade. Und so ist es besondere Gnade, wenn es heißt, wir sind Gottes Hausgenossen, ja, Familienangehörige steht da auch im Urtext als Grundbedeutung mit bei. Familienangehörige, zur Familie gehören, bedingungslos geliebt zu sein. Das ist es, was wir uns doch im Herzen sehen.
Das ist etwas, was wir in Dilbrecht, in unserem kleinen Alpha-Kurs erlebt haben, als wir zusammen gemeinsam gegessen haben und über die Fragen des Glaubens und der Vergebung und des Frieden Gottes gesprochen haben. Wir haben es erlebt, wir gehören zusammen, nicht einfach nur, weil wir jetzt gerade zufällig zusammensitzen, sondern weil Gott durch seinen Geist in unserer Mitte diese Familienzusammengehörigkeit uns gezeigt hat. Denn in Vers 18, denn durch ihn haben wir alle Zutritt zu dem Vater in einem Geist, in diesem Heiligen Geist. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das erleben und sich dafür öffnen, für diese Hausgenossenschaft, sich öffnen dafür, andere Menschen einzuladen zu sich, über Gott und den Glauben und die Versöhnung, die Christus gewirkt hat, zu sprechen, aber nicht einfach nur als leere Taten, sondern mit Worten und Taten, dass Menschen in der Begegnung mit ihnen etwas erfahren von dem Frieden Gottes, den Jesus Christus in diese Welt schon gelegt hat. Und dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen auf Ihrem Weg in den nächsten Tagen und Wochen.